Ja, ich glaube, wir haben heute ein sehr gutes Drittligaspiel gesehen. Ich fand, es war sehr, sehr intensiv, wenn man bedenkt, dass die Jungs gerade vor 3 Tagen gespielt haben. Gutes Niveau. Fand, dass natürlich sind wir ein bisschen verärgert, oder wir ärgern uns, wenn du 87. Minute dann das 2:2 kassiert. Wir gehen zweimal in Führung. Aber okay, das ist natürlich auch jetzt hier wie in Wiesbaden. Wir wissen, wo wir sind. Ja, und für uns war es einfach wichtig, dass wir was mitnehmen. Das war so für unser Ziel. Wir wollten natürlich gewinnen, logisch. Ich fand, das Spiel war auf beiden Seiten spitz auf Knopf. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Beide Mannschaften hatten Chancen. Deswegen bin ich aber trotzdem in der Summe doch zufrieden mit der Leistung. Wir haben Reaktionen gezeigt. Wir waren laufstark, wir waren aggressiv, wir waren in einer gewissen Art und Weise doch viel kompakter als in den letzten Spielen. Und man muss auch mal bedenken, in der Kürze der Zeit, gerade mal 1,5 Tage Zeit gehabt, mal ein bisschen was zu machen. Und ich wollte auch die Spieler nicht zu überlasten und einfach ihnen ein paar kurze Dinge auf den Weg mitgeben. Und ansonsten nochmals fand ich es ein gutes Spiel. Ja, ich bin auch sehr zufrieden mit der Partie, mit der Leistung. Wir ärgern uns natürlich auch, dass wir in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele gute Situationen liegen haben lassen. Müssen dann trotzdem aber auch froh sein, dass es vielleicht nicht 0-2 steht, als ich glaube Tim den Ball noch berührt, der an Pfosten geht. Mhm. Das kann natürlich auch in diese Richtung gehen, aber wir hatten natürlich auch Riesenbretter. Ja, du hättest 0-2 hinten liegen können, du hättest 2-1 führen können. Ich glaube, es war alles drin in der ersten Halbzeit. Es war von beiden Mannschaften unheimlich intensiv gespielt. Jeder hat immer wieder versucht, irgendwo Lücken zu finden. Es war auch vom taktischen her, fand ich, beide Teams, sowohl defensiv als auch offensiv, immer wieder mit guten Bewegungen, mit guten Spielzügen drin und einfach immer wieder zielstrebig in die Spitze rein. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, nach dem 1-1, dass wir das Spiel eigentlich jetzt auf unsere Seite ziehen. Ja, ähnlich wie ich es letzte Woche auch hatte, und genau daran müssen wir jetzt noch arbeiten, dass wir es schaffen, aus diesem Ausgleich, aus diesem Moment, den wir dann haben, wir gewinnen direkt nach dem Anstoß sofort wieder den Ball, ja, und können da einen guten Konter setzen und sind dann ein bisschen fahrig in der Situation, aber trotzdem hat meine Mannschaft alles rausgeholt. Wir haben eine Offensive, die gerade im Moment, ich glaube im Altersschnitt, ohne dass ich es ausgerechnet habe, bei 21 Jahren liegt. Das ist fantastisch, was die Jungs abrufen, ja, unsere Erfahrenen. Ich hoffe, dass der ein oder andere bald wieder zurückkommt, der wird den Jungs dann auch noch mal helfen. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Und die Jungs machen einen riesen Job. Jetzt haben sie mal ein paar schlechte, vielleicht mal ein schlechtes Spiel gehabt, wenn ich jetzt an Maurice denke, Maurice Malone, ja, der 1-2 nicht so gute oder nicht so glückliche Spiele hatte. Ja, und heute kam er rein und hat natürlich sofort wieder richtig Gas gegeben, war da, und genau um das geht's. Ja, dann einfach sagen, okay, ich bin jetzt mal kurz in dem Loch, jetzt komme ich von der Bank und hau mich dann rein. Und komischerweise hat er auch das 2-2 dann gemacht, hat er verdient, weil er sich einfach auch da nicht hängen lässt, sondern Vollgas reingibt. Und wenn er das 3-2 macht, ist er natürlich der König und daran muss er arbeiten. Deswegen ist er erst 21, damit er eben dieses 3-2 dann für uns macht. Und diesen Lucky Punch, der fehlt uns noch, und da werden wir weiter dranbleiben. Danke.